irgendwie, wenn ich Fallout 76 spiele, dann verfalle ich immer in so Schimpftiraden. Dabei habe ich ja eigentlich Spaß mit diesem blöden Kackspiel. Ich habe das Gefühl, dass ich im Grunde zu negativ drüber rede, aber irgendwie ist es halt auch scheiße. Aber gleichzeitig macht es halt auch irgendwie Spaß. Ich bin mir da selber, glaube ich, meinen Emotionen gegenüber dem Spiel nicht ganz sicher. Weil irgendwie spiele ich es ja dann doch jeden Tag ein paar oder zumindest eine Stunde, je nachdem. Die Challenges sind teilweise sehr unterschiedlich. Also irgendwas muss ja dran sein. Aber dann denke ich mir wieder so... Tja, so ist das. Was treibt Menschen dazu, gebrauchtes Klopapier wegzuwerfen? Okay, ich glaube, jetzt müssen wir Waffen modifizieren, ne? Waffen und Rüstungen modifizieren. Das war... Das war das Ziel, das wir haben. Spieler haben gefragt, ob die Enklave als neue Fraktion, wie die neuen NPC-Fraktionen kommen. Jetzt kommt das Beste, sie meinten, sie wissen es nicht und dass sie es prüfen müssen, ob es zur Lore passen würde. Mhm. Das wäre aber das erste Mal. Warum gehe ich eigentlich an die Munitionswerkbank? Das wäre aber ganz was Neues, dass die prüfen, ob das zu Lore passen würde. Sammeln und lagern. Nein, ich habe mir das jetzt öfter schon gedacht, wirklich. Im Grunde ist es schon tatsächlich. Bei Fallout 76 habe ich mir gedacht, sind tatsächlich viele Sachen, die schon sehr lore-freundlich sind und wo man tatsächlich merkt, dass die sich da ein bisschen Gedanken gemacht haben. Das stimmt schon, das ist wirklich erkennbar. Und auch ganz viele Easter Eggs und ganz viele Rückbezüge auf Fallout 3 und 4 und... Also im Grunde nicht Rückbezüge, also... Ja, aber chronologisch aus der Spielwelt gesehen Origin-Stories von Sachen, die erst später kommen. Also ich mache da... Ich überdramatisiere da oder hack da ein bisschen zu viel drauf rum, weil ganz so ist es nicht. Das stimmt schon. Nur ignorieren die halt quasi die alten Spiele, die Originalspiele, die original beiden Teile und Tactics... Komplett. Also die existieren für die quasi überhaupt nicht. Die wollen damit auch gar nichts zu tun haben. Das merkt man eben. Und das finde ich super schade. Weil die waren halt viel besser als alles, was Bethesda jemals gemacht hat. Die sollten sich da lieber ein Beispiel nehmen, statt... Vielleicht wollen sie deswegen nichts damit zu tun haben, weil sie davor sitzen und sich denken, so gut können wir nie werden. Wenn wir die Spieler daran erinnern, wie gut das damals war, kaufen die nichts mehr von uns. So ist es wahrscheinlich. Nee, Quatsch, aber... Und das und mit der alten, mit der Original-Fallout-Lore liegen die extrem oft deswegen in Clinch, weil ich glaube, die kennen die auch gar nicht, habe ich das Gefühl. Die kennen die auch gar nicht und die interessiert die auch gar nicht. Okay, hacke einen Terminal. Ah, wo könnte man denn Terminals hacken? Wo sind denn immer zuverlässig Terminals, die man hacken kann? Bestimmt irgendwo in Watoga. Aber wo in Watoga? Whitespring vielleicht? Muss wahrscheinlich irgendwo rein auf jeden Fall. Oder? Ich gehe mal nach Watoga. 55 Kronkorken. Ah, cool. Ah, schauen wir uns mal Desert Railguns Lager an, wenn wir uns schon dahin teleportieren. In der Uni... ja. Könnten wir auch hingehen. In, ich weiß schon, die Universität von Waltech. Die wollen höchstens prüfen, wie viel DLC-Content die daraus machen könnten. Ja, möglich. Wer weiß. Da warte ich ja drauf. Das könnte der nächste Schritt sein, quasi
Add-ons, bezahlte DLCs für Fallout 76, könnte ich mir vorstellen. Allerdings weiß ich echt nicht, ich schätze mal, aber ich kenne keine Zahlen, dass jetzt die Spielerzahl von Fallout 76 auch nicht super hoch sind. Wenn man die dann durch Add-ons auch nochmal aufspaltet, keine Ahnung. Ist nicht mein Problem. Da müssen sich andere Leute Gedanken drüber machen. Aber weiß nicht, ob das dadurch dann wahrscheinlich ist überhaupt, dass die das machen. Ach, ist das ein Originalteil so oder ist das ein Glitch? Auf jeden Fall ist das ziemlich cool. So oder so. Awesome. Ja, ich kann leider kein Emoji machen, während ich sitze, merke ich gerade. Hallo. Oh, der Shop hier so einmauern und so reinglitschen ist irgendwie auch nicht schlecht, finde ich. Schön. Schöne Glitcharbeit. Hier geblieben. Oh, Schrotpatronen, her damit. Lecker. Stimmt, ich wollte eigentlich mein Inventar auch noch managen. Das habe ich ganz vergessen jetzt. Kann zumindest hier ein bisschen noch Waffen zerlegen. Nee, warte, das habe ich sogar gemacht, ne? Moment mal, bin ich hier nicht gerade noch. Bin ich hier nicht gerade noch durch ein Loch in der Wand reingesprungen? What? Verrückt. Ist schon repariert wieder, oder wie? Farbe und Pinsel. Okay, cool. Noch ein Reisender auf dem Fancy Mittelteil. Wow, was ist denn hier los? What? Wie kommt man denn da hoch? Da sind Geräte oben. Eine Glitchfestung vom Feinsten. Der Vorhang gefällt mir auch. Vor der Tür meine ich jetzt hier. Sieh das Leben von der heiteren Seite, aber mach keinen schlechten Witz daraus. Ah, die eine Truhe habe ich gesucht. Das ist ja fancy hier. Fancy Popancy. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was kochen für Erfahrungspunkte und so. Immer gut. Oh ja, CD Projekt Red, weil ich es gerade lese. Ich weiß nicht, in welchem Kontext. Ich habe es nicht geguckt, mir angeguckt, was im Chat so geschrieben wird, aber den würde ich aktuell noch zutrauen, dass die vielleicht was richtig, richtig Cooles mit der Fallout-Lizenz machen könnten. Zumindest richtig gute Stories schreiben. Ich finde jetzt ehrlich gesagt, Witcher 3 ist von den Spielmechaniken her, von den Rollenspielmechaniken her, auch nicht das beste Spiel. Ganz im Gegenteil. Und auch das Kampfsystem ist ein bisschen belanglos, finde ich. Es ist alles cool. Wirklich, alles cool. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, ne, das sind nicht gerade die herausstechendsten Merkmale. Aber zumindest den Stories, die Welt, die Stimmung, ich glaube, das kann wahrscheinlich niemand besser als die momentan. Zumindest wenn es um größere Projekte geht. Das stimmt. Mais kochen. Maulwurfsratten kochen. Mein Gott, habe ich dafür. Ich glaube, vor 2025 kommt gar kein neues Fallout. Nee, glaube ich auch nicht. Bestimmt nicht. Witcher 3 findest du wirklich super lame, Katka. Ich kann das nämlich ein bisschen nachvollziehen, weil wie gesagt, die ganzen Gameplay-Elemente vom eben Rollen, so Hochlevel-System bis hin zum Gameplay finde ich auch nicht überragend, ehrlich gesagt, eigentlich. Aber nach der Roten Baron-Quest, nach der ganzen Quest-Reihe, war ich überzeugt, dass das doch schon ziemlich, ziemlich gut ist. Wenn jetzt nur das Spiel an sich mir noch mehr Spaß machen würde, dann wär's super.
Dann wär's perfekt. Ich bin auch auf Cyberpunk gespannt. Die Welt ist wirklich erstaunlich. Geschenke! Cool. Dankeschön. Tada! Witcher 3 ist okay, aber total overhyped. Also ich, wie gesagt, ich kann das verstehen, weil ich habe auch Kritik an dem Spiel. Aber ich kann auch verstehen, warum das die Leute so super cool finden oder warum das so sehr gehypt wird. Weil eben, wie gesagt, ich finde die Geschichten, wie die erzählt werden, wie die Quests designt sind, wie die Quests ineinander greifen, das ist einfach perfekt. Das ist wirklich auf so einem hohen Niveau, wie, glaube ich, vielleicht noch nie in einem anderen Spiel oder zumindest schon lange nicht mehr oder sehr selten. Das ist wirklich super gut. Also das Quest-Design im Sinne von Narrative, mit Einbeziehungen und Überschneidungen und auch die Figuren und wie das alles so, ne? Das ist einfach großartig. Das ist genial. Wenn jetzt das noch ein gutes Spiel wäre, ich meine, gut ist es, es ist okay, es funktioniert alles. Aber wenn das jetzt noch ein super Spiel mit super Gameplay wäre, wie damals Resident Evil 4 oder so, da kommt es halt wieder auf die Präferenzen an. Ne? Resident Evil 4 ist, finde ich, ein perfektes Gegenstück zu zum Beispiel Witcher 3. Weil da interessiert niemanden die Story. Ich meine, es gibt eine Story und das ist auch alles ganz nett und so. Aber das ist Gameplay. Das ist Progression. Da macht es einfach wahnsinnig viel Spaß zu spielen und weiterzukommen. Aber das sind zwei Spiele, die aus sehr unterschiedlichen Gründen sehr gut sind. Und jemand, der jetzt total Wert auf super gut geschriebene Story mit Wendungen und Plot-Twists legt, wird wahrscheinlich an Resident Evil 4 keinen Spaß haben. So ist das eben. Hi, Puffy, danke fürs Followen. Ich sag nur deswegen Resident Evil 4, weil das halt für mich so ein legendäres Superspiel ist. Vielleicht ist Metal Gear Solid das bessere Beispiel. Ne, da finde ich, kann man sehr gut unterscheiden. Der fünfte Teil ist, was Gameplay angeht, wirklich super genial und perfekt. Wirklich einfach super geil. Aber wenn man jetzt wirklich an filmreifer inszenierter Story interessiert ist, wie das in früheren Metal Gears der Fall war, dann ist der fünfte für einen absolut nicht der beste. Naja. Ich glaube nicht, dass die Fallout-Atmosphäre hinkriegen werden. Die Fallout-Spiele haben mehr Selbstironie, als ich CD Projekt zutrauen würde. Weiß ich nicht. Ist Geralt nicht auch eine sehr selbstironische Figur an sich? Irgendwie, finde ich schon. Ich hoffe es. Oder ich finde ihn unsympathisch. Je nachdem. So, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Hochleveln und Terminal hacken. Whitespring. Ah, es ist auf der Karte immer gar nicht so leicht, sich zu orientieren. Bei der Firefighter-Prüfung ist irgendwo die Universität. Ach nee, ich habe jetzt ans Capitol Building gedacht. Okay, ja? Ich bin hier, Mr. Hawkeye. Anti-Rüstung Fatman. Ein Fatman. Wahrscheinlich Level 50, ne? So weit bin ich noch nicht. Aber, hey, ich habe viel zu viel Artefaktwaffen. Level 45! Ja! Sehr schön. Vielen Dank. Und Mini-Atombomben gibt's auch noch dazu. Dankeschön, Mr. Hawkeye. Die nutzen wir gleich beim nächsten Gegner. Wenn ich mich selbst damit in die Luft sprenge, ist mir das auch egal. Da muss ich sagen, hat Death Stranding von Kojima eigentlich ganz gut den Spagat zwischen Inszenierung und Gameplay hinbekommen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, da war auch, ich glaube, viel mehr auf Gameplay, oder? Naja, das stimmt gar nicht. Für mich war der Fokus viel mehr auf Gameplay. Aber es wurde schon auch sehr viel für seine Schauspieler und filmreife Inszenierung und sowas gelobt. Das ist nur was, das mich nicht so sehr anspricht. Deswegen habe ich das, glaube ich, anders erlebt. Aber das stimmt schon. Ich glaube, da
Für Leute, die da begeisterungsfähiger für sowas sind, haben da auch sehr viel drüber geredet. Und da war das schon sehr im Fokus. Das stimmt. Oh, ich habe noch einen Anti-Rüstung-Fatman bekommen plötzlich, weil ich ins Loch gefallen bin. Oder so. Achso, genau, was wollte ich machen? Einen blöden Terminal finden, ne? Ich laufe jetzt dahin, zu dem nächsten Haus und benutze da den Terminal. Wenn ich nicht da in den Löcher falle, zumindest. So machen wir das jetzt. Lohnt sich das Game zu kaufen nach den ganzen Updates? Naja, wie gesagt, nee, finde ich nicht. Ich würde es wirklich immer noch niemandem empfehlen. Ich kann es einfach noch keinem empfehlen, weil es für mich einfach ein Free-to-Play-Spiel ist, das viel zu teuer ist. Und erst wenn es Free-to-Play ist, dann kann ich es ohne schlechtes Gewissen empfehlen. Gebraucht für 10 Euro. Muss man selber wissen. Ich meine, wenn das die Schmerzgrenze für einen ist, wenn das so mitten im Preis für einen ist, dann nix wie zugreifen. Terminal, bitte sei verschlüsselt. Das wäre so toll. Yes! Und ich kann ihn sogar hacken. Jetzt muss ich ihn wahrscheinlich nur noch erfolgreich hacken, ne? Walk ist zum Glück nicht sehr schwer. Walk hat 0 Treffer. W-A-L-K. W-A-L-K. Ach so, warte mal. 0 Treffer, der kann eh sein. Ja! Ausgezeichnet. Das freut mich. Oh oh, soll ich das wirklich machen? Das wäre so Selbstmord. Okay, das geht. Ausgezeichnet. Overkill. Ich meine, dass man weniger Schaden macht und Munition knapper wird, wie Katka vorher meinte. Oder Katka, du weißt das, glaube ich. Macht, finde ich, schon Sinn. Das ist, finde ich, eine sinnvolle Anpassung. Man muss ja das nicht gleich irgendwie als Maßnahme sehen, damit niemand mehr das Spiel überhaupt noch spielen kann. Außer Leute, die dafür zahlen. Weil es hat doch eigentlich jeder immer viel zu viel Munition für alles, oder? Ich bin nicht der Einzige, der viel zu viel Munition hat. Und das motiviert einen dann vielleicht auch dazu, dass man ein bisschen öfter die Waffen wechselt und nicht immer mit dem gleichen rumschießt. Insofern ist das ja vielleicht sogar eine gute Änderung für das Spiel. Das war jetzt echt Glück, oder? Ich gehe in das Haus, da steht ein Terminal und bam. Das freut mich. Außerdem mit den Möglichkeiten, Munition herzustellen und mit dem Munitionsumwandlungsapparat und sowas, ist das alles schon irgendwie gar nicht mehr so tragisch. Aber wer weiß. Metatron würde es nur empfehlen, wenn man es unter 20 Euro bekommt. Naja, genau. Ist 4 besser? Ich glaube, das sind so... Also... Das ist super schwer zu beantworten. Im Grunde würde ich schon sagen, dass 4 das bessere Spiel ist, aber es ist auch ein sehr anderes Spiel. Das kommt darauf an, was man will. Ich glaube, wenn du einfach nur einfaches und schlichtes und simples Fallout 4 Gameplay mit Freunden schon immer erleben wolltest, dann ist Fallout 76 perfekt. Dann gibt es da überhaupt nichts zu sagen. Also ohne großartig Rollenspiel, ohne großartig Story, weil in Multiplayer-Spielen ist es immer schwierig, so eine Story zu erzählen. Und ohne großartig Basenbau oder Management, wenn man, das ist halt alles ziemlich zurückgeschraubt. Aber wenn man einfach, also wenn für dich die Vorstellung, dass du mit einem oder ein paar Freunden durch die Fallout 4-Welt stapfst und Supermutanten wegschießt, dann ist es perfekt. Dann gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Aber wenn du das eher alleine, so wie Fallout 4, spielen wollen würdest, dann gäbe es viele Sachen, die man dran aussetzen könnte. Und dann würde ich es auf jeden Fall nicht ohne weiteres empfehlen, wie gesagt. Aber das ist wirklich so subjektiv, das ist schwer zu sagen. In Death Stranding hat man halt das Gameplay noch gut in die Inszenierung integriert. Das stimmt. Das passt. Das stimmt. Allein die Art und Weise, wie die Bindung zu Bibi aufgebaut ist,
in Gameplay und Inszenierung eines der Dinge, die mir heute fast ein Jahr später immer noch im Gedächtnis sind. Ja, für mich ist Death Stranding sowieso definitiv eins der besten Spiele des Jahrzehnts. Also mindestens. Das ist, glaube ich, man muss mal schauen, wie wegweisend das wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen, aber rein vom Gameplay her, mir geht es wirklich nur ums Gameplay, von dem Gefühl für die Spielfigur und sowas ist das wirklich schon was sehr, sehr Besonderes und sehr cool. Hat mich schon sehr begeistert. Aber du skillst dich ja auf eine Waffe, so gesehen, das stimmt. Und dieser Waffendurchtausch Apparat, also dieser Munitionswechselapparat, der ist so bescheuert. Den haben die ja sogar schon mal gepatcht. Der war ja schon mal noch bescheuerter in seiner Handhabung. Die haben den jetzt anders gemacht. Ich weiß nicht, ob er besser ist. Ich finde nicht. Ich finde ihn genauso blöd wie vorher, nur anders. Aber das ist wieder so typisch, wo ich mir denke, warum? Das kann irgendwie nur an technischen Limitationen liegen. Das muss ich euch nachher fast mal zeigen, falls ihr das nicht kennt, oder ich beschreibe es euch. Im Endeffekt, vom Prinzip her klingt es ganz simpel. Du gehst zu dem Munitionswechsler, gibst dem Munition und für die Munition kriegst du Punkte. Und diese Punkte kannst du dann quasi an dem Automaten ausgeben und kriegst dafür andere Munition. Von der Idee her, vom Prinzip her super gut. Aber wenn du jetzt an den Automaten gehst, dann wählst du erstmal aus, willst du Munition haben oder hergeben? Soweit, so gut. Okay, das kann man noch nachvollziehen. Und dann kommt eben die nächste Frage, welche Munitionsart? Und dann ist es erstmal in ganz vielen Munitionsarten aufgeteilt. Da gibt es leichte Munition, schwere Munition, Energiemunition. Und wenn man da reingeht, kommt man dann im nächsten Punkt zu den verschiedenen Munitionsarten. Katze. Meine Katze wirft die Maus runter. Und dann kommst du auf einen Übersichtsbildschirm. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei der alten oder bei der neuen Version ist, aber beide sind dämlich. Dann kommst du auf einen Überblicksbildschirm, wo du auswählst, ob du 100 Schuss, 10 Schuss, 1000 Schuss oder 10.000 Schuss davon hergeben willst. Und dann machst du das und dann kriegst du ein paar Punkte. Und dann musst du wieder in das Menü gehen und das Ganze wieder von vorn machen. Das ist im Grunde so ungefähr der Prozess, wie das funktioniert. Anstatt dass man einfach eine Zahl eintippen kann, anstatt dass ich einfach nur die Munitionsarten sehe, die ich im Inventar habe, und dann sage ich, hier will ich alle zum Beispiel oder auch nur 10 oder was ich halt eingebe, hergeben und fertig, muss ich quasi dann, wenn ich zum Beispiel 90 Schuss 10 mm Munition umtauschen will, 9 mal 10 Schuss umtauschen. Anders geht's nicht. Und das ist so unfassbar dämlich, dass ich schon wieder echt nicht verstehe, wie das. Was ist da schon wieder schiefgelaufen? Und wo sind überhaupt Gegner, bitte? Ich bin überladen. Ich bin überladen. Leider. Das ist schlecht. Die Idee von dem Munitionswechsler ist super. Wirklich super. Aber wie das. Also furchtbar. Furchtbar. Und da denke ich mir halt wirklich, das muss wirklich eine technische Limitation sein, oder? Das kann doch nicht sein, dass sich da jemand hingesetzt hat und sich das so ausgedacht hat, konzeptionell. Das ist ja Blödsinn. Das muss einfach, glaube ich, so eine im Code, in der Logik, wie das Spiel funktioniert, so eine Hürde sein, die man wohl irgendwie nicht besser lösen kann, wo es nur mit Workarounds geht oder sowas. Ich weiß es nicht, aber das kann nicht absichtlich so sein. Oh Gott, Schurka und Waldimaro, danke fürs Followen. Hi. Ich war gerade in meinem Rant und hatte, oh, eine Brandbestie am Horizont. Warte, ich habe nur noch zwei Bolzen und das ist aber ungünstig. Ich habe keine andere Fernkampfwaffe und ich falle dauernd in Löcher noch dazu. Also ich habe die Schrotflinte, aber die ist jetzt nicht ideal für Brandbestien. Und überladen bin ich auch nicht, was auch nicht ideal ist. Tja. Archie! Legendäre Ameisen! David! Verpiss
Ernte auch noch. Hier ist aber mal die Party am Start. Oh, die Ameisen greifen die Brandbestie an. Gut so, Ameisen. Ich bin der Antagonist. Gibt's das Kostüm eigentlich schon im Fallout 76? Ja. Noch nicht, oder? Oh, ich bin so super radioaktiv, ey. Ich bin gerade total verwirrt, weil im Wohnzimmer ist die PlayStation auf Englisch gestellt und da habe ich es jetzt immer gespielt. Und jetzt ist das hier plötzlich Deutsch und deswegen auch teilweise anders sortiert und so. Ganz komisch. Ich habe gerade die ganze Zeit nach dem 8-Tab oben in der Leiste gesucht und habe mir gedacht, hä? Warum stehen da nirgends 8? Komm wieder runter, Brandbestie. Du bist so weit oben, das ist irgendwie gemein. Kann ja auch nicht in deinem Sinne sein, dass du nicht erschossen wirst, oder? Bist du Freund oder Feind? Du bist Feind. Der Beleidigungsbot. Ich muss kurz nachladen. Du wartest eh hier, oder Brandbestie? Du hast eh, du musst eh nicht mehr weg jetzt. Okay, cool. Dann, wenn das so ist, machen wir es uns gemütlich. Könnte das sein, dass die ein bisschen verbuggt ist? Ich frag nur. Ich weiß es nicht. Wer weiß. Es könnte fast so sein, oder? Ja. Meinst du meine negativen Auswirkungen? Ja, ich weiß, ich bin abhängig und überladen und krank und alles Mögliche. Aber ehrlich gesagt haben die meisten Sachen so wenig Auswirkungen auf das Spiel, außer überladen sein, dass mir das mittlerweile ziemlich wurscht ist. Dann habe ich halt mal 2 weniger Stärke. Bestimmt habe ich irgendwas gegessen, was mir wieder +2 Stärke gibt. Versehentlich mal. Das ist auch so ein bisschen, das finde ich ja auch wirklich schade. Das war schon im Fallout 4 so ein bisschen so, das hat alles zu wenig Auswirkungen für meinen Geschmack. Das dürfte für mich gerne viel rollenspieliger halt sein, aber das ist Geschmackssache. Ich meine, andere Leute würde es dann furchtbar nerven, wenn man wegen einem gebrochenen Bein eine halbe Stunde irgendwo hinhumpeln muss, wo das repariert werden kann. Ich find's cool. Mich würde es auch nerven. Aber ich finde, Spiele dürfen nerven manchmal. Aber gut. Wenn es der Stimmung beiträgt. Ich meine, gut, nach 100 Stunden ist es nicht mehr lustig, wenn man dann wieder eine halbe Stunde irgendwo rumhumpelt. Das stimmt schon. Deswegen würde ich ins Endgame immer Möglichkeiten einbauen, wie man das leichter umgehen kann. Knochenreparaturspray. Aber dann erst später. Am Anfang soll man ruhig noch stundenlang durch die Gegend humpeln. Finde ich. Kann man machen zumindest. Wenn man sich traut als Entwickler. Meine wunderschöne Schrotflinte ist explodiert. Aber ich habe versehentlich eh ungefähr 1 Milliarde Waffen im Inventar. Nehmen wir mal die nächstbeste, für die ich Munition habe. Die kein Raketenwerfer ist. Gut, Nahkampf habe ich natürlich auch noch. Oh, ein bisschen wenig Munition fast, ne? Ja, warum nicht das Jagdgewehr mal? Ich glaube, ich verlege jetzt mal mein Camp hierher, damit ich ein bisschen Inventar managen kann. Ups. Vor allem will ich mal, bevor ich, also bis ich das nächste Mal zum legendären Händler komme,
die ganzen vielen legendären Waffen, die ich jetzt hier habe, lagern. Den Haken nicht. Ihr werdet verschrottet. Das kann ich ja managen. Muss ich nicht mehr so schauen. Das behalte ich auch. Bei der Kleidung muss ich auch mal gucken. So weit, so gut. Hallo. So. Jetzt habe ich natürlich die halbe Welt gelagert. Und dabei will ich eigentlich nur meine Werkbänke. Schön. Schön, schön, schön. Echt, findest du das schlecht, Katka? Ich finde genau die Punkte, die du ansprichst. Also gut, das Fahren mit den Fahrzeugen ist mir eher wurscht gewesen. Wobei ich das schon auch cool fand. Aber die Bewegung durch die Welt fand ich einfach irre. Total irre. So was Geniales habe ich gameplay-technisch für mich noch nie erlebt. Aber so ist das eben. Manche Leute haben einfach keinen Geschmack. So sind eben Wahrnehmungen unterschiedlich. Woher habe ich denn die Gatling? Das ist ja voll cool. Nicht deswegen so überladen.